Sehr geehrte Besucher, immer wieder werde ich gefragt, wie soll ich mich verhalten? An wen kann ich mich wenden? Wem kann ich überhaupt mein Vertrauen geben? Bekomme ich denn richtige Auskunft von den Ärzten, wenn es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs geht? Das sind ja die zwei der vier Hauptbedrohungen, die wir haben, neben Infektionserkrankungen und Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat. Ja, diese Frage, die möchte ich an sich mit einem Interview beantworten, was mit Herrn Dr. Caldwell geführt wird. Leonard Caldwell ist ein in den USA lebender deutscher Staatsbürger, deutscher Arzt. Und es ist interessant, ihm zuzuhören und es bringt einem auch Zuversicht. Dr. Caldwell, ich habe in der Vergangenheit einige Ihrer Videos gesehen und eins davon befand ich als besonders interessant. Sie sagten, dass jede Krebserkrankung innerhalb von 2 bis 6 Wochen heilbar sei. Können Sie darüber ein wenig mehr berichten und was sind einige der Wege, die das überhaupt möglich machen? Meiner Erfahrung nach kann jede Krebserkrankung innerhalb von 2 bis 16 Wochen geheilt werden. Einige Krebsarten können innerhalb von Minuten geheilt werden. Jeder Arzt dieser Welt, der seit 20 Jahren oder länger praktiziert, weiß von Fällen der Spontanheilung. Es gibt sogar ein Buch, welches Spontanheilung heißt, von einem Mann, den ich wirklich gar nicht mag, welches darlegt, dass es viele Fälle von Spontanheilung gibt. Das heißt, wenn das möglich ist, dann müssen wir nur noch den Zugriff dazu finden. Das ist Nummer eins. Wir alle kennen das und es passiert sehr oft. Wenn Leute nach Lourdes oder diesen religiösen Orten gehen, ist es nicht wirklich der Platz, der sie heilt. Es ist die Erwartung und der Weg zu diesem Ort, der sie heilt. Zweitens, in dem Moment, wo du Übersäuerung und Vergiftung los wirst, in dem Moment, wo der Körper basisch und sauerstoffreich wird, indem man viele grüne, chlorophyllhaltige Lebensmittel zu sich nimmt, denn alles, was grün ist, hat eine Menge Chlorophyll, welches dem Körper eine Menge Sauerstoff verleiht. Deinen Körper basisch zu machen war gut, Calcium war gut, Spurenelemente, Spurenmineralien helfen dem Körper basisch zu werden, was bedeutet, in der Sekunde, wo du basisch wirst, stoppt der Krebs. Es kann ein paar Tage, ein paar Wochen dauern, aber er hört auf. Also 7 ist neutral und man muss leicht basisch bleiben. 7,36 ist ideal, aber in der Heilungsphase muss man auf 7,5 gehen. Also das System ein wenig überbasisch machen. Ein guter Freund von mir, Dr. Martin in Deutschland, nutzt zum Beispiel die Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, wo man Blut herausnimmt, mit ionisiertem Sauerstoff mischt und das Blut zurückführt. Und dies macht man nur 12 Mal und hat sozusagen nagelneues Blut wie ein neugeborenes Baby. Also hast du schon den Sauerstoffmangel eliminiert. Du siehst, das Blut, was herauskommt, sieht schwarz aus. Sie tun den Sauerstoff hinzu und es wird pink. Und es ist wie legales Doping. Du bekommst es und fühlst dich energetisiert und vital. Und wir wissen, das, was ich benutzte, was Ärzte in Europa nutzen, sind Vitamin-C-Infusionen, intravenöse Vitamin-C-Infusionen, 100 cc's pro Tag, dreimal pro Woche, ist das, was wir gemacht haben. In bestimmten Fällen immer öfter und sehr oft, ob ihr es glaubt oder nicht. Meiner eigenen Erfahrung nach war der Tumorwuchs oder der Krebszellenwuchs in ein paar Tagen eingestellt. Und da Vitamin C so stark wirkt, als eines der stärksten Heilkräfte überhaupt, kann man fast alle Herzprobleme, Kardiovaskulärprobleme mit Vitamin C behandeln. Das Problem ist, dass sie es vom Markt nehmen wollen. Somit wird es zu einem verschreibungspflichtigen Medikament werden und dann ist es synthetisch und wird nicht mehr wirken, genau wie Vitamin E. Vitamin E hilft dir schnell und einfach bei Blutdruckproblemen jeglicher Art. Deshalb wurde eine Studie mit künstlichem Vitamin E, chemisch erzeugtem Vitamin E, durchgeführt und sie sagten, siehst du, es funktioniert nicht. Nein, natürlich nicht, Chemikalien funktionieren nicht. Die Natur funktioniert. Wenn die Natur ein Problem erzeugt, erzeugt die Natur auch eine Lösung. Sehr simpel und einfach. Aber es gab es vor Jahren nicht, also brauchst du es auch heute nicht. Wenn du jemandem dabei helfen willst, sich selbst weiterzubilden, um seinen eigenen Krebs schnell loszuwerden, dann würde ich sofort mit einer veganen Diät oder Rohkostdiät beginnen. Mein Freund Paul Nisson ist einer der besten Rohkostköche überhaupt. Er ist ein fantastischer Autor über Rohkost. Somit ist für wenig Geld zu lernen, wie man es macht. Er hat kostenfreie Videos auf seiner Webseite.
Und ich würde sofort mit einer Rohkostdiät beginnen. Ich würde sicherstellen, vorausgesetzt, ich habe keine seltene Nierenkrankheit, ca. 4,5 Liter Wasser am Tag zu trinken mit einem halben Teelöffel Meersalz drin. Da wir Salz brauchen für jegliche Körperfunktion, brauchen wir Elektrizität. Und diese Elektrizität kann nur mit genug Salz produziert werden. Also ist es so, wenn du einen Salzmangel hast, hast du ein Blutdruckproblem. Aber Sie sagen, dass wir nicht zu viel Salz zu uns nehmen sollen. Erst recht, wenn wir unter hohem Blutdruck leiden. Das wird uns gesagt. Okay, es ist genau das Gegenteil. Das Problem ist, Sie reden über Tafelsalz. Tafelsalz besteht meistens aus einem Drittel Glas, einem Drittel Sand und einem Drittel Salz. Also kratzt das Glas oder der Sand an den Arterien und Sie fangen an zu bluten. Also geht das ganze Cholesterin dorthin, um es zu stoppen, um es zu retten, vor dem Bluten zu stoppen, damit man nicht innerlich verblutet. Also sagen Sie nun, dass es das Cholesterin ist, welches hohen Blutdruck hervorruft. Da ist die Blutbahn verengt. Und das ist absolut absurd, denn man stirbt durch zu wenig Cholesterin, man stirbt nicht durch zu viel. Es gibt Menschen mit einem Cholesterinwert von 600, welche absolut gesund sind, niemals krank wurden in ihrem Leben. Was macht man mit einem Patienten auf der Verbrennungsstation? Man gibt ihm 20 bis 50 hartgekochte Eier am Tag, weil man weiß, dass nur Cholesterin brandneue gesunde Zellen schnell wiederherstellen kann. Beinahe 87% einer Zelle ist auf Cholesterin aufgebaut. Wo kommt das neue Zellpotenzial also her, wenn du einen Cholesterinmangel hast? Jeder sollte mindestens 250 kombinierte Cholesterine haben. Und dann sagen sie dir, LDL und HDL ist gutes und schlechtes Cholesterin. Aber es ist noch nicht einmal Cholesterin. Es ist Protein, welches das Cholesterin transportiert. Sie sind einfach zu dumm, um es korrekt auf den Punkt zu bringen. Also wenn du dir die Fakten anschaust und schaust, was sie wissen und was sie nicht wissen. Sie wissen, dass Dr. Gary Null und weitere Leute festgestellt haben, dass statistisch gesehen medizinische Berufe, Ärzte, eine kurze Lebenserwartung von 56 Jahren haben, die höchste Rate an Alkohol- und Drogenmissbrauch, die höchste Selbstmordrate, nur die Psychiater liegen noch höher und somit gehst du zu jemandem mit der niedrigsten Lebenserwartung, hoher Selbstmordrate und Drogenmissbrauch, um ihn zu fragen, wie man ein gesundes, glückliches Leben führt. Also ich glaube, wir sollten unsere Art zu denken nochmal überdenken.